Willkommen zurück zu Let's Play Shadow of the Tomb Raider. Willkommen zurück auf Phase LP in einer neuen Aufnahmesession. Ja, wir müssen immer noch die Stammesanführerin, deren Name ich jedes Mal vergesse, Unuratu, befreien und dafür ihre Gefängniszelle erreichen. Die müsste irgendwo hier unten sein. Zumindest meint mein Questmarker, dass die irgendwo hier ist. Hier ist alles voll mit Kultisten. Es soll es auch irgendwo noch ein Herausforderungsgrab geben. Möglicherweise hier. Da dürfen wir aber im Moment wohl nicht durch. Vielleicht später, wenn die Story ein bisschen weiter vorangeschritten ist, dass man dann da durch kann. So weit geht's aber erstmal hier hin und hier an der Felswand entlang. Da bröckelt schon wieder gewaltig. Überall. Das ist wieder klasse. So, hier müssen wir uns abseilen für einen tollen Wallrun. Und dann hier über den Fluss springen. So. Scheiße, sie gibt nach. Oh. Ja, das hat ja gut funktioniert. Aua. Ich habe nicht so hundertprozentig gesehen, wo ich da jetzt hätte hinspringen sollen. Scheiße, sie gibt nach. Ja, das habe ich gemerkt, dass sie nachgibt. Lol. Ob ich mich denn jetzt festgehakt? Ich dachte, ich sterbe jetzt schon wieder. Eigentlich sollte man da wohl noch zwischendrin die Wand mitnehmen. Aber ich habe den Schritt wohl übersprungen. Interessant. Wir müssen darüber. Hä, wo halten die denn gefangen? Ich dachte, die Gefängniszelle ist halt irgendwo in dem Tempel da. Jetzt sind wir da irgendwo draußen. Über irgendwelche Felsen am Klettern. Unter dem riesen Fluss. Also über dem Fluss. Hä? Macht ja gar keinen Sinn. Ach, oder ihre Gefängniszelle ist... Und okay, da ist das optionale Ziel. Ihre Gefängniszelle ist hier irgendwo. Aha. Da haben wir einen Hakenachssprung. Hoppala. Ja, das ist nur deine Fantasie, Junge. Wie wenn du da jetzt irgendwas gehört hast. Entspann dich mal. Wir müssen hier nach links weiter. Ganz vorsichtig. Echte Bedrohungen, was sind denn für die echte Bedrohungen? Bin mir da nicht so sicher. Und hep. So, wir müssen nicht hier hin, das weiß ich, wollte nur schauen. Hier noch irgendwas. Was ist denn hier noch Tolles? Ab hier. Das könnte sein. Kondorfedern. Aha. Machen wir hier noch so eine tolle Tafel. Da kann Lara wieder ein bisschen Dialekt lernen. Wir haben eine Krypta entdeckt. Okay. Ja, dann schauen wir mal rein hier in die Krypta, wenn wir schon da sind. Ja, ist jetzt der Eingang, so wie es aussieht. Ich kann kaum den Boden sehen.
falls es überhaupt einen gibt. Ja, der ist schon da, aber der ist halt sehr weit unten, Lara. Da müssen wir uns mal wieder gepflegt abseilen hier runter. Bin mal gespannt, wo wir dann diese wieder rauskommen. Diese Höhle entstand durch einen unterirdischen Fluss. Dann hier mal durchquetschen. In diesem sperrigen Outfit gar nicht so einfach. Aha. Da müssen wir mal was zur Seite reißen. So. Dann kommen wir hier durch. Oje. Alles voll mit Knochen. Alles generell sehr eng hier unten. Der Fluss hätte doch noch ein paar Jahrhunderte mehr durchfließen können. Da oben ist eine Schnitzerei. Und alles ein bisschen breiter machen. Dann gehen wir mal die Schnitzerei da oben anschauen. Wenn Lara schon so drauf hinweist. Das hat ja gut funktioniert, Lara. Da habe ich ja mal kurz richtig in der Luft getreten. So. Das sieht besser aus. Und dann geht's hier hoch. So. Aha, jetzt wieder an den Überhang. An dem sie sich nicht festhaken wollte. Typisch. Dann eben nochmal. Irgendwie das mit den Überhängen ist ein bisschen komisch gemacht. Also so an der normalen Wand das hin und her springen, das klappt einigermaßen. Aber irgendwie so in den Überhang reinspringen, das klappt irgendwie nie so sonderlich gut. Jetzt geht es wenigstens hier gut in die Position. Zieht natürlich wieder im Flug ihre Steigeisen an, aber das kennen wir ja schon. Oh, jetzt müssen wir uns hier abseilen. Jetzt darüber schwingen, ha? Vermute ich mal. Ja, sieht gut aus. Hier können wir mal drücken. Solche Schalter kennen wir ja inzwischen schon. Dann geht hier die Tür auf. Oh oh. Was hat das jetzt wieder aktiviert? Ach, das ist nicht gut. Da kommt jetzt Wasser durch. Das heißt, hier füllt sich alles mit Wasser. Das ist in der Tat nicht so gut. Weil keiner weiß, wie hoch das Wasser steigt. Und wenn das hier auch herkommt, dann haben wir bald ein Problem. Dann schiebt man hier mal auf den Saatdeckel. Überreste. Jamakas Kriegsweste. Neue Ausrüstung erhalten. Diese uralte Weste. Whatever. Konnte ich nicht mehr lesen. War zu schnell wieder weg. Das war, glaube ich, alles, was wir... Die Geheimnisse der vier alten Krypten in Paititi enthüllen. Das war eine davon. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Gibt es hier einen geplanten Ausgang? Oder muss ich irgendwie zurück und durchs Wasser raustauchen? Ich schätze mal, wir müssen tauchen. Es wird dann aber ganz schön weit, der Rückweg. Naja, probieren wir es mal. Dann hier einmal schnell durch. Da wäre jetzt die Fähigkeit, dass wir länger Luft anhalten können unter Wasser. Sinnvoll und hilfreich. So, hier können wir schnell mal Luft holen. Jetzt eine Luftblase zwischendrin. So, und dann geht's hier rüber. Ist cool gemacht, dass die Knochen dann auch... ich schwimme irgendwie falsch, glaube ich, habe ich so das Gefühl. Ich schwimme nochmal kurz zurück zur Luftblase.
dass wir hier nicht abkratzen. Dass die Knochen und so dann auch schwimmen, meinte ich. Ist ganz cool gemacht. Hier geht's durch. Wo geht's dann weiter? Hä? Wo geht's denn hier weiter? Ach, hier durch. Oh Gott, das hat schon ein bisschen lang gedauert jetzt. Bin nicht sicher, ob wir das noch schaffen. Hier noch rauszukommen. Ja, vielleicht schaffen wir es gerade noch so. Uiuiui. Das haben wir geschafft. War ziemlich knapp, aber wir haben die Krypta hier erkundet und mitgenommen. Sehr gut. Und dann machen wir uns jetzt weiter an die Rettung. Wo wir eigentlich schon dabei waren. Haben wir das hier halt unterwegs optional noch mitgenommen. Hier geht es nämlich so weiter. Moment. Jetzt komme ich nicht mehr zurück, oder? Mist. Weil da war nämlich noch so eine Tafel. Das habe ich in dem Moment gesehen, wo ich gesprungen bin. Aber jetzt kommen wir, glaube ich, nicht mehr zurück. Das ist ein bisschen doof. Aber gut. Kann man jetzt nichts machen. Oh Gott, schon wieder so ein Sprung. Mit der Hakenaxt an die Überkopffelswand ran. Lara, du machst echt interessante Sachen. Und auch so ein Sprung. Da zieht die Schwerkraft dich doch so krass runter. Wenn du da abspringst, da kommst du doch niemals wieder so weit oben an, dass du dich da wieder festhaken kannst. Lara, wie läuft's? Ich bin über den Fluss, fast am Gefängnis. Hier sind überall Wachen. Wir sind unterwegs zum Fluss. Melde mich, wenn wir dort sind. Okay. Alles klar, Jonah. So, hier geht's wieder in eine normale Wand. Das ist schon mal positiv. Jetzt sind wir den Überkopf hangen los. Und kaum sag ich's, macht Lara schon wieder so einen Überhangsprung nach hinten. Unratiges Gefängniszelle betreten, das ist die Aufgabe. Und schon sind wir drin. Unuratu. Die Schatulle ist nicht in Paititi. Ich weiß. Also bin ich gezwungen, Amaru zu folgen. Alles, wofür ich immer gekämpft habe, geht verloren. Aber das werde ich nicht zulassen. Komm mit, ich helfe dir. Es ist keine Zeit mehr. Jemand muss die Schatulle finden. Wenn die Sonne nicht aufgeladen oder die Welt neu erschaffen wird, sind wir alle verloren. Ich habe noch einen Hinweis. Glaube ich zumindest. Die Tattoos auf deinem Arm, Raya und Eclipse, dieselben Symbole waren auf dem Altar, in dem die Schatulle gewesen ist. Was? Was bedeuten die Symbole? Dieses hier zeigt mein Schicksal. Das Purpurfeuer von Chakchel. Und dieses hier zeigt die Vergangenheit. Es steht für Sinchi Chikwa, den letzten wahren Herrscher von Paititi. Sein Grab ist im oberen Teil der Stadt. Kannst du mich dorthin führen? Sie sind bereits dort gewesen. Wenn es dort etwas Interessantes gäbe, hätten sie es längst gefunden. Amaru hat den Hinweis nicht. Er weiß nicht, wonach er suchen soll. Da ist was dran. Das Grab ist bestimmt schwer bewacht. Wir finden einen anderen Weg. Das wird gefährlich. Ich weiß. Dann sollten wir uns beeilen. So, Tarnmaske wieder Wie auf. Wie geht's, Ätzli? Gut. Durch ihn habe ich dich gefunden.
Er müsste jetzt bei Uchu sein. Errungenschaft freigeschaltet, Familienbande. So, wir spazieren jetzt einfach zur Vordertür raus, oder was? Nee, zu irgendeiner brüchigen Seitenwand. Als ob die da selber nicht rausgekommen ist. Ich meine, hallo. Dann nimmst du irgendeinen Stein und klopfst ein paar Mal dagegen und dann bist du hier draußen. Ich meine, das macht auch nicht weniger Jonah, Lärm. Ich bin bei Unuratu. Oh gut, Edsley will mit dir reden. Mutter, wir schicken Verstärkung. Soll ich Uchu helfen oder mit der Ablenkung Boden erobern? Du hast das Sagen, solange wir getrennt sind, Edsley. Traue deinem Instinkt. Aha. So. Hey, Kaspersky. Verzieh dich. Verzieh dich aus meinem Spielefenster. So. Dann schaffen wir uns mal einen Weg hier rüber. Ja, die ist abgehauen. Moin. Das war Nummer 1. Oh. Okay. Unuratu räumt Nummer 2 weg. Ich guck nur mal ganz kurz, was wir hier noch so haben. Wir haben es ja nicht eilig. Wir werden ja nur gejagt von allen. Das passt schon. Wir können uns ja in Ruhe mal hier alles anschauen. Ach, wir hätten eh hier hingehen müssen. So wie es aussieht. Und jetzt schön hier hoch an die Felswand. Dann darüber, da ist der nächste. Für uns schon aufgereiht, den wir uns krallen können. Ciao. Ja, läuft. Das war Nummer 4 insgesamt. Gehen wir. Den Lappach. Ah ja. Und tschüss. Meinst du, das waren die letzten? Im Moment. Wir müssen schnell zur Oberstadt. Du gehst vor. Ich bin nicht sicher. Der Dialekt ist mir vertraut, aber etwas stimmt nicht. Aha. Können wir leider nun wieder nicht entziffern, den Monolithen. Dann gehen wir jetzt mal hier über die Brücke. Deswegen durften wir ja vorher nicht rüber, weil das der offizielle Gefängniseingang war quasi. Ich glaube, das war's. Gehen wir. Jetzt können wir abhauen mit Unuratu. Haben wir befreit, das sieht schon mal gut aus. Ups, hier geht's hoch. Da kommen wahrscheinlich gleich noch mehr Wachen in die Ecke. Unuratu! Na toll. Verdammt. Unuratu ist drin und wir stehen hier draußen vor der Tür. Nimm den Schlüssel. Schick. Sehr schick. Hat sich also auch so ein, ich will dir etwas zeigen. Tolles Tarnoutfit gekrallt. Die Sonnenfinsternis kommt. Wenn es soweit ist, muss die Schatulle geöffnet werden. Die Verlockung der Schatulle ist sehr mächtig. Sie wird mich anziehen und probieren, mich in Versuchung zu bringen. Mit einer einfachen Lösung für unsere Probleme. Doch sie wird mir nur meine innersten, geheimsten Wünsche zeigen. Ich habe mich darauf vorbereitet, ihr zu widerstehen. Amaru hat die Schatulle noch nicht gesehen und dennoch beherrscht sie bereits seinen Geist. Das Volk ist Paititi. Wir können nur durch unseren gemeinsamen Willen überleben. Wenn Amaru Paititi nach seinem Willen neu erschaffen will, würde er es zerstören. Ja. Es gibt viele Bedrohungen von außen. Doch Risiken sind ein Teil des Lebens. Wir müssen ihnen begegnen, um uns selbst treu zu bleiben. Woher weißt du, dass du der Macht widerstehen kannst, wenn du sie hast? Das weiß ich nicht. Doch für den Fall, dass ich versage, wird das Purpurfeuer mich leiten und mein Versprechen einlösen. Wir müssen gehen. Was ist das Purpurfeuer? Es ist mein Schicksal.
Es hat was mit Kukulkans Opfer zu tun. Suche deinen Spiegel, wenn das Purpurfeuer qualmt. Es ist mächtig und macht dich verantwortlich. Mehr weiß ich nicht. Finden diese Kreaturen auch mal den Weg hier rein? Kreaturen? Sie greifen an. In den Höhlen bei Patiti haben sie gegen Trinity gekämpft. Und an dem Altar mit der Schatulle haben sie mich attackiert. Meinst du die Yaxil? Yaxil? Sie waren groß und schnell. Hungrig. Fast schon verzweifelt. Das sind keine Kreaturen. Sie sind mehr als das. Und was genau sind die? Das habe ich mich ja eh schon gefragt. So dürfen wir dieses Mal auch mit durch. Ja, wunderbar. Dazu ist die Tür. Weiter geht's auf unserer Reise hier. Zusammen mit Uluwatu. Da gibt's viele Legenden. Es ist lang her. Aber Paititi verdankt ihnen seine Sicherheit. Sie beschützen es? Ich weiß nicht, ob das ihre Absicht ist. Aber im Grunde tun sie das, ja. Greifen sie denn nie die Stadt an? Nein. Wir leben in einer Art Kooperation. Ich denke, Amaru plant eine öffentliche Opfergabe. Eines Rebellen? Wir müssen eingreifen. Nein. Nicht unvorbereitet und mit Gefahr für die Schatulle. Der Krieger, der geopfert wird, würde lieber sterben. Bleib bei mir und tu's mir nach. Die Menge könnte aufbegehren. Oh. Hier lang. Da ist er ja, der Dr. Dominguez. Junkilich, Butchkilich, Oldonich. Die unsere Sicherheit und unser Leben bedroht. Ihre Anführerin, Uluwatu, eure Königin, ist in meiner Gewalt. Aber sie ist noch nicht verloren. Heute bieten wir Kukulkan ein Opfer dar. Als Bitte um Komm. Schutz du sollst sehen, vor der was er macht. Nahenden Sonnenfinsternis. Dieses Opfer ist für den Rebellen die Erlösung. Mögen die Übrigen auch das Licht erblicken. Na toll. Amaru sprach von einem Ende der Gewalt. Für ihn ist das Mittel zum Zweck. Spitzenklasse. Was ist mit denen hier passiert? Wurden die auch schon geopfert? Alter, sehe ich ja jetzt erst, wie viele da liegen. Was macht er denn? Wie viele Menschenopfer? Und doch echten Schaden. Und dann werden die einfach alle da die Treppe runtergeschmissen und liegen hier unten auf so einem gigantischen Leichenhaufen. Alter. Glauben ihm all diese Leute? Sie haben Angst. Und das mit gutem Grund. Wir sind gleich da. Das Grab ist hinter der Tür. Na toll. Soll man da denn jetzt durchkommen? Komm. Als ob das keiner sieht, wenn wir jetzt da die Wachen wegrollen. Oder lassen die uns einfach so rein? Unschulds Augen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Oh. Die gleiche Losung für alle Türen. Ja, gut. Und die wüssten, dass sie gerade die Rebellenanführerin Uluwatu plus Lara als ihre Gehilfen hier reingelassen haben. Dann. Das Grab ist da oben. Auf der Statue. Ich passe aufs Tor auf. Fänden sie das nicht mehr so lustig. Okay. Jonah, das Kaisergrab ist in der Nähe. Wir sind am Fluss, bereit dich und Uluwatu rauszuholen. Melde dich, wenn ihr bereit seid. Alles klaro, wir müssen also jetzt da hochklettern und das Kaisergrab durchsuchen, das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Das war's von dieser hier. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute.